Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge Automation Empire. Ja, wir haben im Augenblick hier das Problem, dass wir mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Ja, wir rutschen immer ganz knapp ins Plus, aber dann wieder ganz hart ins Minus. Die Frage ist, was können wir machen, um Geld zu sparen, solange wir hier, ich weiß wie, wir können den Strom abstellen. So, damit ist zwar jetzt unser Werk hier ohne Strom. Aber wir laufen direkt ins Plus, weil die ganzen Maschinen ja eben keinen Strom verbrauchen. Sie sind zwar da, aber sie verbrauchen keinen Strom. Minus 16, 10, noch 90 minus 8000, 15000. So, damit haben wir das auch gebaut und sind sogar noch im Plus dabei. Gut, das wäre eine Möglichkeit, das so aufzubauen und dann im Grunde erst in Betrieb zu nehmen, sobald wir dann auch verkaufen können. Ich denke mal, das dürfte dann so die einzige Möglichkeit sein. Ja. Wir brauchen Förderbänder. Und wieder ein Minus. Ups, wir sind wieder Minus. Tja, im Augenblick behaupte ich mal ganz einfach, läuft es nicht so besonders gut. So, das haben wir und jetzt müssen wir zusehen, dass wir die hier hinsetzen. Ich bin echt im Augenblick am Überlegen, wo man wirklich noch gut optimieren kann, dass es alles nicht so lange dauert.
So, die ersten drei haben wir. Ich glaube, jetzt habe ich gerade gepennt. Vierundsechzig. Fünfundfünfzig, neunundvierzig, achtunddreißig. Vier. Och nee. Und wieder im Minus. Ich denke mal, mit dreien produzieren wir hier genug. Das heißt, ich nehme den raus, lasse den leer laufen und reiße das dann ab. Damit, denn diese Dinger sind ja fast voll. Warum läuft der eigentlich leer zurück? Ist das hier alles voll oder was? So, wie sieht es denn aus? Können wir hier irgendwas machen? 7.618. Da fehlt uns noch ein bisschen und da fehlen uns auch noch 20. 600 oder 500? Ich glaube, es ist 500 oder so. Tja. Dann würde ich auch sagen, wir reißen den erstmal ab. Damit der den mal leer macht. Und wir dann im Endeffekt auf zwei Loren zurückgehen können. Ja, auch hier würde ich sagen,
Es reicht, wenn der eine hier, der hintere, das leer ist, reißen wir das hier ab, dann braucht er nicht so lange hin und her fahren. Und dann können wir uns überlegen, ob wir nämlich nicht von diesen beiden das dann hier reinführen. Ah, das ist das Kohleerz, genau. Ups. Hä? So, und das ist Eisenerz. Genau, ja, dann habe ich keinen Denkfehler drin. So, hier kommen nur noch leere Kisten raus. Das heißt, das kann auch weg. Der jetzt das nächste Mal hier rumgeht. Das haben wir schon mal weg. Der schmeißt leere Kisten raus, das heißt, der kann auch schon mal wieder weg. So, das heißt, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das und das kann weg. Und die Kisten sind da noch. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier noch eine vierte Ladebucht hinbaue? Dass ich das Ganze mal ein bisschen schneller abtransportiere. Wo ist denn das hier? Da. Da noch eine Ladebucht.
Entschuldigung. Und wieder im Minus. Sechs, zwei. Im Augenblick kann ich eh nicht weiterbauen, weil ich kein Geld habe, also was noch weiter ab. So. Ich glaube, wir haben alles verbunden. Ah, wir können nicht mehr hinzufügen. Okay. Und ja, wir haben das leer. Das ist doch schon mal sehr schön. Sehr gut.
Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder was bauen, damit er was einsaugt. Nein, Quatsch, wir hatten ja gesagt, wir wollten, dass das raus ist, genau. So, das weg, das weg, das weg. Warum habe ich den weggerissen? Das kann ich mir jetzt selber nicht erklären. Okay, bauen wir ihn wieder hin. Sobald wieder Geld da ist. Wir wollten die leer kriegen. Da habe ich die weggenommen und weiß warum. Deswegen. Das sollte leer werden. Gut. Das läuft wieder. Ah. So, einer reicht. Und jetzt können wir, nein, nicht hier, können wir hier wieder das dazu packen. So. Aber wir sind mit 46.000 im Plus, 52.000, 61.000. Das heißt, es wird mehr. Das bringt was. Dass wir diese eine Produktionsding weggenommen haben und hier einen LKW dazugepackt haben, bringt uns dahingehend was, dass wir nochmal, dass wir hier Geld einsparen. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir die Förderbänder hinten wieder ansetzen. Die von denen, die abladen können. Aber ich mache doch direkt zwei, dass sie ein bisschen auf Vorrat produzieren können. Na gut. Nur, dass wir wieder Geld haben. Gut, halt. Hier machen wir auch direkt den zweiten immer hinter. Kein Geld mehr. Aber wir sind mal wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart.
Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.